Und da habe ich halt ein paar Bilder hochgeladen und es ist durch die Decke gegangen. Beim Bilder machen und diesen Content erstellen hatte ich jedes Mal einen Zusammenbruch. Das ist Vero. Viele kennen sie unter Geparke oder eher unter dem Content, den sie so vor knapp 2 Jahren gemacht hat. Auf TikTok hat sie sich und ihren Körper immer wieder in echt schlechtes Licht gerückt und hat damit Millionen von Klicks gemacht und eine Hatewelle nach der anderen abbekommen. Heute macht sie Content über Selbstakzeptanz. Wie passt das zusammen? Ich habe heute mal nachgefragt. Vero, ich freue mich voll, dass du heute hier bist und dass wir mal so offen, wie du möchtest, über all diese verschiedenen Themen, die dich so begleitet haben, sprechen können. Ich freue mich auch sehr tatsächlich. Voll schön. Ich habe ein ganz altes TikTok von dir gefunden, in dem du schon über deine Kindheit gesprochen hast und dass da schon Diäten ein Thema gespielt haben. Wenn du magst, lass uns mal eine Zeitreise zurückmachen und lass uns mal ganz vorne anfangen. Als du Kind warst in deinem Elternhaus, wie war das denn damals mit Essen, mit deinem Körper? Was hast du so erlebt? Es war tatsächlich sehr schwierig, da ich als ganz kleines Kind schon nach der Geburt ziemlich dolle Probleme hatte und dadurch halt sehr starke Wassereinlagerungen im Körper hatte, wodurch ich halt mit 22 Kilo schon wog. Also das war halt gesundheitsbedingt so, dass ich als kleines Kind schon sehr übergewichtig war, aber das war halt... War kein Fett, das sondern war halt Wassereinlagerung. Eine Erkrankung in dem genau, Sinne. Und dann mit so 4 Jahren ungefähr ist es dann weggegangen, war wieder alles okay, aber ich glaube, meine Eltern waren da so ein bisschen ängstlich davor und die haben halt ein bisschen übertrieben. Denn mit 7 war ich dann auf meiner ersten Diät. Ich weiß noch, dass es ist eine neue Diät rausgekommen, Dankan-Diät. Und das war das erste Mal mit diesem Eiweiß, dass man viel Eiweiß essen sollte. Das ist, wo der Trend reingekommen ist. Und ich weiß, dass meine Mama meinte, ey, wir machen diese Diät. Und dann gab es halt diese Strafen, wenn du diese Tomaten nicht isst, dann kommst du nicht mit uns zum Ausflug und so. Also ich war irgendwo auch gezwungen, diese Essgewohnheiten mitzumachen, sonst wurde ich halt viel verpassen. Ich war auch, wurde jeden Tag gewogen, also ich musste jeden Tag auf die Waage gehen. Ich war sehr ängstlich davor, weil ich nicht wusste, wie meine Eltern reagieren würden, okay, was da gerade auf der Waage passiert. Vor allem mit 7 hatte ich da nicht so einen großen Einfluss drauf. Also ich habe jetzt noch damals nicht heimlich was gegessen, weil ich einfach die Möglichkeit dazu nicht hatte. Also ich habe das auch gar nicht überlegt, sowas machen zu müssen. Einmal waren wir im Urlaub auf Kreta und da gab es halt keine Waage und da gab es aber auch Essen. Und ich weiß noch, wir sind zurückgekommen und es waren vielleicht 1 Kilo mehr und da habe ich richtig dolle Ärger gekriegt. Also richtig dolle Ärger und dann sollte ich jeden Tag auf so ein Fahrrad, wie heißen diese Fahrrads, die so im Gym stehen, an denen du fahren kannst. Meine Eltern haben eins besorgt, damit ich damit jeden Tag fahren kann. Jeden Tag 1 Stunde. Halt nicht, weil ich es gemocht habe, sondern wegen Abnehmen halt. Und ich war aber damals nicht übergewichtig, sehe ich so. Also vielleicht war ich ein bisschen flauschiger, wie auch immer. Wie ein Kind halt. Wie ein Kind, total. Du hast einen Kinderkörper, der sich entwickelt und der wächst und ne, größer wird. Genau. So. Aber ich bin damit aufgewachsen, dass ich ja die Dicke bin. Das war in meinem Kopf. Also ich war die Dicke einfach in meinem Kopf, in meiner Einstellung. Und meine Umgebung hat das so mit mir auch aufgenommen. Also auch in meiner Klasse, in der Schule wurde ich halt damals schon gemobbt, obwohl ich noch ganz genau weiß, dass es in der Schule 3 Mädels gab, die halt eindeutig mehr gewogen haben als ich. Nein, aber ich war die Dicke in der Klasse, die halt als Letzte gewählt wird. Zum Wettbewerb im Sportunterricht oder so. Und das war halt schon heavy, weil ich das nicht verstanden habe. Ich habe immer wieder auch bei meinem Gewicht gelogen, wenn es in der Schule gefragt worden ist, wie viel wiegst du? Ja, ich habe, weiß nicht, wie viel gewogen. Ich habe immer 5 Kilo weniger gesagt, weil das für mich so ein schlimmes Thema war. Erinnerst du dich, wie du dich damals gefühlt hast zu deinem Körper? Also du hast jetzt auch ganz viel beschrieben von außen und du hast anscheinend richtig viel Shit von außen bekommen. Ja. Schon wahnsinnig jung einfach, weil man so groß wird. Und ja, das eh auch schwierig ist mit Selbstwert und so. Man findet sich ja eh in seinem eigenen Körper. Aber hast du noch eine Erinnerung, wie du dich gefühlt hast mit deinem Körper? Ah, ich habe es gehasst. Ich habe es nicht gemocht. Ich stand vor dem Spiegel und ich... Also das ist jetzt so ein sensibles Thema. Ich weiß noch, damals gab irgendwie Nachrichten wegen Magersucht und ich kannte das noch nicht ganz. Es wurde ein bisschen in der Schule angegriffen und so. Und ich weiß noch, ich saß vor dem Spiegel und dachte ich mir, oh, ich wünschte, ich wäre magersüchtig. Ich habe diesen Begriff noch nicht so begriffen. Ich wusste nur, dass Leute, die das haben, sehr, sehr dünn sind. Ja? Also sehr,
wenig wiegen und das war mein Traum. Ich wusste nicht, wie das funktioniert oder so. Ich weiß nur, dass ich das haben wollte. Und ich habe das noch in mein Tagebuch reingeschrieben, weiß ich noch. Das ist das, was ich mir wünsche. Wie kam es denn dann, du hast gesagt, da waren viele Diäten, viel Wiegen, auch ja dann Mobbing in der Schule irgendwie, wenn du solche Wörter auch hinterhergerufen bekommen hast, was immer so klar war. Wie kam es denn dann zu einer Gewichtszunahme? Also ich habe tatsächlich dann heimlich angefangen zu essen. Okay. Das war mein Frustessen, weil ich zu Hause alles verboten bekommen habe. Mhm. Also es wurden wirklich Brotscheiben gezählt, jeder Joghurt im Kühlschrank und egal, ob eine von meinen Schwestern das gegessen hat, so irgendwo, wo meine Eltern nicht da waren, es war meine Schuld immer. Also die haben halt nicht zugegeben und dann ging es auf mich, weil ich ja immer heimlich nasche. Und dann habe ich das angefangen zu machen tatsächlich. Ja. Ich habe meine Spardose aufgemacht, da die Sachen rausgenommen und irgendwann angefangen, mir außerhalb von zu Hause irgendwelche Sachen zu kaufen, weil ich auch einfach, weiß nicht, ob das Hunger war oder das war so ein emotionales Essen. Irgendwas davon war das definitiv oder vielleicht beides auch. Mhm. Ich wollte halt alles so machen, wie meine Eltern das nicht wollten. Mhm. Und dann wurde es immer mehr irgendwann. Und ich glaube mit 14 oder mit 15, da war ich bei einem Gewicht von knapp vor 80. Also ich war irgendwas 78 oder so. Und das war halt damals schon viel und ich war halt sowieso immer die Dicke. Mhm. Also habe ich halt diesen Satz dann irgendwie, habe ich mich da reingepasst in diese Rolle komplett. Ja, und dann ging es immer stärker. Irgendwann habe ich auch noch mit meinen psychischen Problemen zu kämpfen bekommen. Ich war dann in den Kliniken dreimal unterwegs und da hat es auch sehr dolle was gemacht, weil ich halt keine Bewegung mehr hatte. Ich hatte immer Bewegung in meinem Alltag. Meine Eltern haben dafür gesorgt, ey, du bewegst dich. Also konnte dieses Gewicht nicht so schnell draufgehen. Und als ich in den Kliniken war, ich war halt sehr stark unter Medikamenten, dass ich halt einfach ganzen Tag lag und gegessen habe, lag, gegessen. Und dann habe ich halt auch sehr viel zugenommen, bis ich irgendwann bei 100 Kilo war bereits. Also das war mit 17, mit 18, okay. 17, 18 ungefähr. Okay, erinnerst du dich, ob bei deinen Klinikaufenthalten dein Gewicht und dein Körper auch schon eine Rolle gespielt haben? Ja, ganz stark. Also da wurde ich auch immer von den Ärzten und so auf Diäten direkt gesetzt. Also du machst jetzt diese Diäternährung und du musst jetzt Sport machen. Ich war in so einer Sporteinheit, aber das war halt, wir saßen in der Sauna und im Jacuzzi, also weiß nicht, was das so mit Sport zu tun hatte, so wirklich. Aber das ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, weil du bist in Polen aufgewachsen, richtig? Ja. Weil ich habe gerade gedacht, boah, das ist ja eigentlich voll die Chance, wenn du in Kliniken warst, aufgrund auch vielleicht anderer mentaler Probleme. Aber eigentlich bist du dann da ja an Fachpersonal angebunden. Und eigentlich ist es ja die Chance, wenn du auch nicht mehr gerade in deinem Elternhaus bist, dass da Menschen sind, die dir zuhören und die dir helfen wollen. Und dass das auch richtige Aha-Momente hätten sein können. Aber es klingt nicht so, als ob das der Wendepunkt in deinem Leben war. Du hast gerade gesagt, du warst gerade bei so 17, heißt, du hast noch zu Hause gelebt. Ja. Du warst bei knapp 100 Kilo. Wie ging es denn dann weiter für dich? Ja, dann war ich noch, also bis 19 war ich noch zu Hause. Mhm. Da war auch tatsächlich mein letzter Aufenthalt in einer Klinik. Und danach hatte ich die Wahl, entweder gehe ich zur Schule, dann bin ich halt aber an meine Eltern gebunden. Mhm. Und das wollte ich nicht, weil ich wusste, dass es zu Hause halt alles strikt verboten wird und es halt schon sehr, sehr streng alles ist, in jeder Hinsicht. Mhm. Also vor allem auch nach meinen Klinikaufenthalten war ich halt richtig müde. Und wenn ich im Bett mal lag, es war ja, du bist faul, warum machst du nichts? Ich hatte keine Kraft. Ich war von den Medikamenten richtig sediert. Und ich wusste nicht, wie ich das stemmen soll alles. Und deswegen die zweite Wahl, such dir einen Job. Mhm. Und dann habe ich angefangen, nach einem Job zu suchen, auch noch in der gleichen Stadt. Aber ich wusste, das ist keine Wahl für mich, in der gleichen Stadt zu bleiben. Und auf einmal, einfach zufälligerweise, habe ich ein Jobangebot an der Grenze gesehen, zu Deutschland. Das war Frankfurt oder die Grenze. Mhm. Im Hotel mit einem Zimmer, die anbieten für irgendeinen Preis, dass die vom Gehalt abziehen. Das habe ich direkt genommen. Und dann habe ich meinen Anschluss zu Deutschland gefunden. Okay, verstehe. Und das war jetzt so vor knapp 7 Jahren, glaube ich, oder? Ja.
Genau. Okay, alright. Und dann hast du angefangen, da zu arbeiten, hast da irgendwie dein Leben weitergelebt, bist dann auch von zu Hause ausgezogen. Genau. Hat das für dich bezüglich deines Körpers und deines Gewichts irgendwas geändert? Hast du dein Gewicht dann weiter stabil gehalten oder? Gar nicht. Okay. Es ging voll durch die Decke nach oben. Okay. Aber wirklich, weil ich jetzt komplette Freiheiten hatte, die ich davor nicht hatte. Ich habe angefangen, meine Haare bunt zu färben. Also alles, was ich nicht durfte, habe ich dann auf einmal gemacht. Das mit Essen. Also ich war halt manchmal am Wochenende zu Hause, manchmal ein paar Tage, aber hauptsächlich da. Mhm. Und die Sache war auch, dass wir halt freien Zugang zu der Küche hatten. Da war auch ein Restaurant. Also ich konnte mir jederzeit Essen machen, Pommes, was auch immer die da hatten. Und genau gegenüber von dem Hotel gab es noch so einen Supermarkt. Also ich hatte Zugang, ich hatte Geld, was ich selber verdient hatte. Also habe ich das voll ausgenutzt, komplett. Und da habe ich auch, glaube ich, in der Zeit 10 oder 20 Kilo schon zugenommen. Also ich war, ich weiß es nicht, ich glaube, ich war bei 100 irgendwas in die Richtung. Ich weiß es nicht genau, aber das war sehr viel. Und ich hatte auch in der Zeit nicht vorgehabt, auch eine Diät zu haben. Also mein Kopf hat immer gesagt, ich gehe morgen, aber das war jetzt nicht so stabil genug, dass ich irgendwas durchgezogen habe. Gar nicht. Also da war ich einfach, ich habe einfach alles in mich reingestopft, was es ging tatsächlich. Ja. Komplett. Und da hatte auch keiner irgendwas, weiß ich noch. In der Zeit hatte ich halt eigentlich coole Arbeitskollegen, die nie was wegen meinem Gewicht gesagt haben. Die Hotelgäste schon, aber die Kollegen nicht. Deswegen war das schon ein bisschen angenehmer als sonst. Ja, wollte ich gerade auch fragen, wie es dir denn damit dann ging, weil einerseits als übergewichtiger Mensch in der Gesellschaft ist es nicht leicht. Und du hast auch gesagt, von Hotelgästen hast du es entgegenbekommen. Medizinische Auswirkungen, aber auch einfach so im Alltag praktisch Bewegung, so, das hat ja negative Auswirkungen auf das Leben oftmals in so einem hohen Gewicht. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, du warst dann eine erwachsene Frau, die ihre eigene Entscheidung treffen konnte und die losgelegt hat so und die selbstbestimmt irgendwie auch war in dem. Also wie war denn dein Gefühl zu deinem Körper dann damals? Ich habe meinen Körper gar nicht wahrgenommen die Zeit lang. Also ich weiß nur, also ich habe mich vor jeglicher Bewegung gedrückt. Ich war auch in einem Sitzenjob. Also ich habe auch gar nichts gemacht. Ich saß da in der Rezeption meistens auch in der Nacht. Ich habe manchmal auch 24-Stunden-Dienste gemacht, wie auch immer. Also es bestand daraus, ich sitze und esse. Ich habe da so ein bisschen versucht, das alles zu verdrängen. Mhm. Also so gar nicht zu beachten, wie mein Körper aussieht und so. Lass uns mal ein paar Jahre dann vorspulen, weil ich habe dich ja auch so, ich glaube, vor 2 Jahren auf TikTok das erste Mal gesehen. Wie kamst du überhaupt dann zu TikTok? Weil du warst jetzt in einem Hotel angebunden und dann bist du nach Deutschland gekommen. Wie kam diese Welt in dein Leben? Irgendwann habe ich mich getraut, auf einer Dating-App meine Bilder so reinzustellen, wie ich aussehe. Mhm. Okay, vielleicht mit minimal bearbeitet, das konnte ich nicht sein lassen. Ja? Aber nicht deutlich schlanker bearbeitet, sondern hast deinen Körper gezeigt, so wie er war. Und wie viel hast du damals gewogen? Pi mal daran? Oh, ich glaube, da war ich schon tatsächlich bei 160 Kilo. Okay. Also da kurzzeitig, 2020, habe ich 20 Kilo zugenommen wieder, Corona-Zeiten. Ich wusste auch nicht, wie, also das war auch ganz schnell. Vielleicht lag es auch an meiner Schilddrüse, an was auch immer. Also ich habe jetzt nicht krass mein Essverhalten verändert, aber keine Ärzte haben mich ernst genommen. Also ich weiß bis heute nicht, was genau war. Okay. Jedenfalls war ich bei knapp 160 Kilo, glaube ich. Und ja, und dann hat mir ein Typ geschrieben und der meinte, ja, ich sehe süß aus. Und ich habe das nicht geglaubt. Ich wollte es auch nicht glauben, vor allem weil meine Beziehung davor, mit dem ich zusammen war, er meinte halt, du kannst nicht im Bett schlafen, weil du zu schwer bist. Also habe ich auf dem Boden geschlafen. Du darfst nicht im Sessel sitzen, also habe ich auf dem Boden gesessen und so halt, solche Sachen. Okay. Also davon war ich halt noch doller geprägt und habe nicht geglaubt, dass es irgendeinen Mann geben sollte, der das gut finden könnte. Also ich dachte mir, also ich stand vor dem Spiegel an diesem Tag und dachte, ich sterbe alleine, weil ich keinen finden werde, der so jemanden haben möchte. Und dann hat er mir geschrieben, lass uns treffen, heute noch. Und ich so, Ich habe dem nicht getraut. Ja. Ich dachte, das ist irgendeine Verarsche. Und dann habe ich gesagt, wenn, dann morgen. Und dann haben wir uns am nächsten Tag getroffen. Okay. Und dann ein paar Mal. Und ich habe gemerkt, okay, der ist tatsächlich an mir interessiert. Er hat mir das auch so angedeutet, dass der einmal meinen Bauch angefasst hat. Und das war für mich so skurril. Ich dachte so, Ja, und dann hat er mir eine Plattform gezeigt, wo halt so übergewichtige Mädels so sich zeigen können mit Bildern und so. Da habe ich halt ein paar Bilder hochgeladen und es ist durch die Decke gegangen. Wir haben auf einmal so viele Leute geschrieben, ach, wie schön du aussiehst und wie toll das ist. Und da habe ich mich so geehrt gefühlt und das nicht verstanden, was gerade abgeht. Also das war für mich so eine entfernte Realität, dass ich das gar nicht gecheckt habe, was da gerade ist.
Ich wusste nicht, was da gerade passiert. Und dann habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben getraut, in New Yorker zu gehen und mir ein enges Oberteil zu kaufen. Mhm. Ich bin da hingegangen, ich habe ein Oberteil für 5 Euro rausgesucht, das habe ich bis heute. Und ich habe das gekauft. Und das war für mich so eine krasse Sache, weil ich und ein enges Oberteil. Ich habe sonst immer bei der Männerabteilung in Übergrößen gekauft, ja. Das war das erste Mal und das war so ein krasses Gefühl. Und dann habe ich halt immer wieder so eine Sachen gekauft und Bilder damit gemacht und die waren richtig, richtig gut, sind die angekommen. Ja, und dann bin ich auch zu einer Seite gewechselt, wo man so kurze Clips gemacht hat, wo ich gegessen habe, aber das war auch nicht freizügig. Also das war noch so, ja, okay, ein Top und kurze Hose, aber jetzt halt so als Pyjama-Look mäßig, also jetzt nicht so in diese erotische Richtung. Also für die Empfänger vielleicht schon wegen dem Essen. Ja, das ist dann halt. Gerade fragen, genau, weil wahrscheinlich ja für die Menschen, die den Content konsumiert haben, die das schon als erotisch wahrgenommen haben. Genau. So, hast du das damals auch schon gewusst und hast du das gefühlt? Weil du hast ja gesagt, ey, das ist mega bei mir angekommen. Mir hat ein Typ erst mal geschrieben, irgendwie, dass ich gut aussehe. Und dann ist dein Content auch noch irgendwie viral gegangen. Und von überall war Bestätigung. Und das hat sich ja wahrscheinlich erstmal gut angefühlt. Ja. So nach so vielen Jahren auch nicht gesehen werden, gar keinen Wert auf deinen Körper legen und auf einmal sind alle Augen nur auf deinem Körper. Ja. So, wie war das für dich? Das war sehr krass. Ich habe alle Diäten an die Seite angelegt, wirklich. Mhm. Also, ich wusste schon, was ich mache, aber das war halt, ich habe mir da ein paar Ausreden gesucht. So, die finden mich toll und so. Und für mich war das nicht erotisch. Also, ich weiß, dass es für andere war, aber für mich war das einfach nur Essen. Mhm. Und vor der Kamera. Womit ich halt sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekomme. Aus USA, dann aus Deutschland und wo auch immer. Das jetzt kam aus der ganzen Welt tatsächlich. Haben mir Leute geschrieben. Okay. Du hast dann auch mit TikTok angefangen. Ja. Wenn ich heute durch deinen Content scrolle und in die Kommentare schaue, aber auch bei allem Content, also bei altem, ist eigentlich egal, zu welchem Zeitpunkt, finde ich da super viel Hass. Also super viel Fatshaming und echt ordentliche Wörter, die ich da so finde. Wie war das denn für dich, als du damals auf TikTok angefangen hast? War das ähnlich? Wie war deine Community damals? Wie haben so die Menschen außerhalb von so spezifischen Plattformen, wo auch so ein erotisches Interesse ist, wie hat TikTok reagiert? Ja, es war schon schwierig. Es gab viele typische Kommentare für TikTok wie deutsche Panzerrollen, deutsche Mast oder ich komme Club nicht rein. Also so typische Sprüche, die immer einfach da waren und das mehrmals. Und das waren auch die meistgelikten Kommentare. Mm. Ich bin aber sehr oft gar nicht in die Kommentare reingegangen. Ich habe das so ein bisschen ignoriert und das nicht an mich so herangelassen. Es sei denn, jemand hat halt schon tatsächlich ein TikTok über mich gemacht oder über mich gesprochen direkt. Dann hat mich das schon ein bisschen mitgenommen. Aber ansonsten habe ich das halt so ein bisschen ignorieren wollen. Und ich weiß noch, dass damals auch schon die anderen Influencer, die mich wahrgenommen haben, die haben auch gesagt, wow, du kriegst ja richtig viel Hass ab. Also woher kommt das eigentlich, dass du jetzt so viel davon abbekommst? Was machst du eigentlich, damit du das abbekommst überhaupt? Ja, das war halt einfach, glaube ich, wegen meinem Start, wo ich das, ich habe ein Video gedreht, wo ich mich im Zug hinsetze. Und ich habe dann im Nachhinein gemerkt, ich sitze auf zwei Plätzen. Also das war auch nicht irgendwie eine Absicht, dieses TikTok zu drehen, sondern das war tatsächlich Zufall. Und es ist sehr stark viral gegangen. Mhm. Und ich habe halt als Caption hingeschrieben, du bist zu fett und brauchst zwei Sitze im Zug oder so. In die Richtung. Und das war halt sehr provozierend. Und ich glaube, dass die Leute dachten, oder ich habe auch wahrscheinlich provoziert. Und dadurch kamen halt die ganzen Hasskommentare. Okay. Mein Gedanke wäre jetzt, wenn ich so viel Hass online bekomme, dann höre ich auf damit. Du hast aber weitergemacht. Hattest du irgendwie ein Ziel vor Augen, warum du das auch einfach so weggeguckt hast und es irgendwie akzeptiert hast, dass so viele Menschen so krass Hass auf dich geschoben haben? Ich habe ja mein ganzes Leben lang Hass abbekommen. Mhm. Immer. Und dann, was war jetzt besser auf der Waage? Diese Glorifizierung, die Leute, die mich lieben, die es haben wollen, die das sich gerne angucken, liken und schöne Kommentare dalassen, Nachrichten oder dieser Hass, den ich sowieso in meinem Leben immer habe und hatte. Und das hat natürlich das war halt natürlich schwerer auf der Waage, dass ich sage, okay, ich mach's weiter, weil ich jetzt endlich auch wahrgenommen werde als Mensch und gewertschätzt werde, ja. Was schon eine Ausnahme war, weil das gab es nicht. Das gab es die ganzen Jahre in meinem Leben nicht,
Deswegen war das schon ein krasses Gefühl, der mich nach vorne gepusht hat. Und dann wurde mir auch noch von jeder Seite gesagt, Hasskommentare sind ja auch Kommentare, die Traffic machen auf deinem Account. Also nimm es einfach hin. Die Leute sorgen gerade für deine Reichweite. Ich habe ein Zitat von dir gefunden online. Da hast du gesagt, lächerlich machen für Klicks war mein Motto. Wenn jemand gesagt hätte, spring aus dem Fenster für Klicks, ich hätte es locker getan. Ja. Und das war anscheinend, da standest du damals so. Du hast das alles mitgemacht. Komplett. War das dann auch der Punkt, weil du hast TikTok-Content gefilmt, in dem du dich auch selbst echt schlecht dargestellt hast so und deinen Körper auch irgendwie schlecht dargestellt hast und aktiv so eine Fläche geboten hast, sich über dich lustig zu machen auch einfach und hast es ausgehalten. Gleichzeitig warst du auf anderen Websites unterwegs, wo Menschen deinen Körper auch einfach hot dafür fanden. Du postest seit, ich weiß nicht genau wann, ja auch pornografische Inhalte auf anderen Websites. Magst du mich da mal abholen, wie das dann so kam? War das dann so ein fließender Übergang, dass du damit auch angefangen hast? Tatsächlich ziemlich fließend. Mhm. Es kam ja die Sache, wo ich halt mit einem Influencer diese Schwangerschaft vorgetäuscht habe. Das sollte halt Promo für einen Song sein, aber das sollte ja auch was für mich natürlich bieten, dass ich das halt nicht so umsonst mache. Ich hätte ja trotzdem gesagt, aber die haben sich schon was überlegt, wie man mich halt auch ein bisschen, glaube ich, dazu überzeugen könnte. Was ich auch komplett geschluckt habe. Ich habe alles geschluckt, also egal, was sie sagen würden. Und es hieß, ich soll mal mit solchen Webseiten einfach durchstarten. Okay. Und nachdem das Ganze passiert, würde ich ja voll durch die Decke gehen und Millionärin werden. Okay. Oh, ich werde jetzt Millionärin, wie cool. Ne? Und erstmal habe ich die Idee abgestritten, so ein bisschen. Nee, noch nicht. Ich habe erstmal gesagt, ja, richtig cool. Mhm. Dann, wo es so ein bisschen heiß wurde um das Thema und so ein bisschen auch so in die negative Richtung alles gegangen ist, dann habe ich gesagt, nee, das passt nicht. Mhm. Und dann aber stand ich irgendwann so ein bisschen auf dem Eis. Ich habe ja meinen Job aufgegeben, weil mir wurde ja erzählt, ey, das ist so toll hier. Du bist reich. Ja, ich werde reich, ich werde Millionärin. Was brauche ich schon, einen Job? Und dann stand ich da, keine Krankenkasse. Wie soll ich meine Wohnung bezahlen? Also ich habe noch kein Geld verdient so mit Social Media, dass ich da irgendwie mich übers Wasser halten kann. Mm. Aber es sollte ja so krass kommen. Und dann stand ich da und ich wusste nicht, was ich machen soll. Also, was mache ich jetzt? Ja, ich greife dazu, was schon im Raum stand und ich mache das. Ja, dann habe ich angefangen, das zu machen. Obwohl das jetzt nicht unbedingt jetzt mein krasser Wunsch war. Ich habe es mir ein bisschen eingeredet, dass es alles okay ist. Ja, das war mein einfach Weg, um an Geld zu kommen, tatsächlich. Ja. Hört sich nach einem krassen Punkt in deinem Leben an, wenn du, wenn da so viel Unsicherheit vorher war und weiß nicht, auch bezüglich deines Selbstwertes so. Und es ist so viel, da war so krass viel Schwankungen immer wieder drin. Ja. Und auf einmal war das so ein bisschen auch so der Last Straw für dich? Also die letzte Möglichkeit, wo du sagst, hier gehe ich jetzt drauf und hiermit mache ich es irgendwie. Ja. Gab es da Momente im Erstellen oder auch Hochladen von diesen pornografischen Inhalten auf den verschiedenen Plattformen, wo du gemerkt hast, die Realität ist nicht dieser Traum, den du dir vorgestellt hast darunter? Definitiv, vor allem beim Bildermachen und diesen Content erstellen, hatte ich jedes Mal einen Zusammenbruch. Entweder am Anfang oder davor oder danach. Irgendwas hat mir immer nicht gepasst. Ich habe auch gemerkt, dass ich auch mit mir selber in dieser Konstellation nicht zufrieden bin. Und das, was ich da mache, einfach mich jetzt nicht irgendwie zufrieden macht, dass das nicht meins ist. Und ich habe das trotzdem gemacht. Ich habe so ein bisschen mir so das vor die Augen gehalten, kommen. Irgendwo Geld muss irgendwo reinkommen. Ich bin übrigens nicht Millionärin geworden. Ne? Also, schade. Ja, schade. Aber es geht schon sehr auf die Psyche, muss man sagen. Und ich habe auch mitgekriegt, andere Mädels, die das machen, auch hauptberuflich, die reden auch sehr offen darüber, dass es schon irgendeinen Preis hat. Also es ist nicht Geld, was aus dem Himmel fliegt auf einmal und du bist reich. Nein. Es hat schon einen Preis. Du zeigst deinen Körper im Internet und die Leute können darauf zugreifen. Es gibt überall Leaks und eigentlich, wenn du manche Sachen eingeben würdest, dann, ne? Es ist schon nicht einfach und vor allem, das bleibt für immer im Internet. Ich habe dann nach außen immer so gesagt, ah cool, man kann damit Geld verdienen. Mhm. Oder?
Aber innerlich, ich glaube, das war mir im Alltag auch nicht so bewusst. In diesen Situationen, wo ich diesen Content gemacht habe, habe ich das so gemerkt, mag ich nicht. Aber so im Alltag dachte ich mir, ja, cool, ich habe so einen Job, ich verdiene Geld, ich muss ja nicht irgendwo angestellt sein. Aber so, wenn ich von heutiger Sicht gucke, es ist schon sehr belastend. Da muss man schon echt hart im Leben sein, um sowas zu machen. Du hast gesagt, dass ein Preis damit einhergeht, solchen Content zu veröffentlichen und in diese Schiene zu gehen. Was trägst du denn heute für einen Preis davon? Es reicht, dass man in meine Kommentare guckt. Es ist immer, egal welches Video ich reinstelle, es gibt jemanden, der mich darauf anspricht. Wie kann die das machen? Oh, ich wusste gar nicht, dass du das machst. Also, es kommt immer wieder. Und die Leute wissen das einfach. Und es ist so, so wie so eine, ich wurde einfach wieder gebrandmarkt mit der, ach, die das macht. Also das wird, also manche Menschen werden das wissen einfach, dass ich das gemacht habe, ich habe das gemacht. Und es ist einfach da, für immer. Meine Familie, weiß nicht, wie fein sie damit wären. Ich glaube, meine Schwestern vermuten da was. Okay. Aber ich weiß nicht, wie weit. Aber es ist halt schon schwierig, das zu vereinbaren. Also verheimlichst auch die Arbeit, die du da machst vor deiner Familie? Ja, auf jeden Fall. Also meine Familie weiß ganz wenig davon, was ich mache, tatsächlich. Sie wissen so ein bisschen grob, was da passiert, aber mehr auch nicht. Ja, wie geht's dir denn heute mit diesem Content, den du für die Plattform erstellst? Wie geht's dir mit deinem Körperbild damit? Was hast du auch vor damit? Möchtest du es noch lange weitermachen? Weil du redest gerade nicht so positiv davon, ehrlicherweise. Das weiß ich tatsächlich noch nicht, wo die Reise hingehen wird. Aber ich trenne mich ein bisschen von meinem Körper, wenn ich das mache. Also so, als ob mein Geist meinen Körper verlassen würde. Also ich mache so wie das Schauspieler machen wahrscheinlich, die in eine Rolle schlüpfen, schlüpfe ich auch in eine Rolle. Um diesen Content zu herstellen, das fällt mir dann ein bisschen einfacher. Einfach, wenn ich, weiß schon, so jemand anderes dann bin quasi. Also ich schalte da so ein bisschen ab. Es ist nichtsdestotrotz immer noch mein Job. Und das ist halt das Geld, was mich da so ein bisschen festhält auch. Und ich weiß noch nicht, wie lange ich das machen werde. Und aber noch mache ich es. Und wenn jemand von euch sich das wünscht, so einen Content zu machen, dann bedenkt bitte, dass es nicht nur die positiven Seiten gibt. Also wie ich schon mal gesagt habe, dieses Geld fällt nicht vom Himmel. Es ist schon die psychische Belastung. Am Anfang war ich auch voll euphorisch und oh mein Gott, so viel Geld dafür, dass ich Bilder mache. Das ist doch der Wahnsinn. Ja, so einfach ist das leider nicht. Deswegen macht ihr vielleicht eine Porn-Kontra-Liste, die dir helfen wird. Gute Entscheidung zu treffen, denn diese Bilder bleiben für immer im Internet und das muss man sich bewusst haben. Also auch für die Zukunft, vielleicht für die Familie, wenn man Kinder haben möchte, wenn man einen Partner hat oder haben möchte, das spielt alles eine Rolle. Ich weiß, dass heutzutage eher entspannter damit umgegangen wird. Es ist immer noch deine Entscheidung, aber bedenk meine Worte nochmal. Ich finde es auch ziemlich klar, wie du auch herausgestellt hast, da war so eine krasse Hoffnung und irgendwie, ich werde Millionärin und ich schaff's so krass. Ja. Und wenn man das heute, also wenn du damals gewusst hättest, wie es dir heute damit geht, hättest du damit angefangen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich kann jetzt das so schwer beurteilen. Weil halt auch Geld drin steckt. Ne? Das ist echt das Gemeine. Weil wenn einfach so der Lebensunterhalt und einfach das Geld, von dem man lebt, damit drin steckt, ist es echt, ist eine ganz neue Ebene, die reingezogen wird. Dieses ganze Bild ja irgendwie verzieht, obwohl es eigentlich so emotional ist und so viele Auswirkungen hat auf dein oder haben kann und haben wird auf dein ganzes Leben. Ja, es wird halt auch in diesem Licht gestellt, dass es so viel Geld bringt. Aber es gibt, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt so diese Prozente. Man ist Top 0,1%, Top 1%, Top 5%. Und das sind die Prozente, die auf der Plattform halt Content entstellen. Und davon hängt dieses Gehalt ab. Top 1% verdienen so und so viel Geld, also 1% von denen verdient so viel. Ja, was ist mit dem Rest? Was ist mit dem 99% der Leute? Also man landet nicht im Top 1%. Ich war mal, das ist vielleicht interessant, ich war mal bei 1,5%. Und das war, also es war schon sehr schwer, da reinzurutschen. Und das war auch am Anfang, wo man so, ne, richtig so wow, mit dem Boom gegangen ist.
und aber schon bei 3% oder bei 4% verdient man weniger als ein normaler Angestelltenjob. Also es bringt nicht so viel Geld, wie man sich vorstellen würde. Deswegen die geldliche Sache, die muss auf jeden Fall überlegt werden, weil es gibt die wenigen, die wirklich krass Geld damit machen, so wie immer. Total. Ich habe das Gefühl, ich könnte noch 1000 weitere Fragen stellen, also deiner krassen Gewichtsabnahme. Also du hast eine OP gehabt, du hast 100 Kilogramm Stand jetzt abgenommen. Es ist so viel passiert einfach in deinem Leben. Ich würde dich gerne aber noch fragen, was hast du so für Ziele für die nächsten Jahre, für dich, für deinen Körper vielleicht auch, für dein Gefühl zu deinem Körper? Kommt dir da irgendwas in den Kopf? Ich würde sehr gerne viel mehr auf meine Gesundheit achten. Ich habe ein paar Arztbesuche, die ich immer vor mich hinschiebe und die muss ich auf jeden Fall angehen. Vor allem, weil schon Leute mir auf TikTok schreiben, auf Insta, macht das jetzt endlich. Das werde ich jetzt auch machen. Auf jeden Fall das ist ganz wichtig, weil ich immer meinen Körper so ein bisschen vernachlässige. Das muss ich klären alles. Ich würde sehr gerne noch ein bisschen abnehmen, aber ich habe kein Kilo-Ziel. Das nicht. Ich gucke nicht mal auf Kilos, weil wir wissen ja, dass Kilos sich anders spiegeln können. Deswegen gucke ich, wie mein Körper einfach aussieht. Und dann würde ich sehr gerne eine Straffung machen. Und meine Lipödem-Behandlung, das ist auch noch sehr wichtig zu der Straffung. Ich würde sehr gerne halt auch meine Erfahrungen teilen, dass man vielleicht aus meinen Erfahrungen bereits lernen könnte. Voll schön. Das ist auch mein Gefühl, was ich habe mit deiner Community, die du so aufgebaut hast in den letzten Jahren, dass ich da so viele Frauen in den Kommentaren rauslese, die mir sagen, boah, das ist so inspirierend und voll schön und ich mache mit und da irgendwie so eine neue Community sich finden kann. Ganz andere Community, ganz andere Menschen als die du so in den letzten Jahren einfach in deinen Kommentaren hattest. Also wirklich richtig schön. Freue mich auch sehr. Also das ist richtig schön, jeden Tag diese positiven Nachrichten zu sehen und nicht mehr sich davon abkapseln, weil ich das nicht lesen will, weil es negativ ist, sondern einfach, es ist wirklich sehr schön. Ja. Auch wenn da mal ein negatives Kommentar dazwischen ist, ist es nicht so schlimm. Ja, mittlerweile kannst du die Kommentare lesen. Ja, auf jeden Fall. Voll schön. Danke, Vero, für deine Offenheit. Ich finde das richtig, richtig wertvoll mit all diesen Erfahrungen, die du gemacht hast, dass du die so klar teilen kannst und auch so klare Worte irgendwie rausgeben kannst. Voll schön. Danke, dass du hier warst. Sehr gerne. Danke auch.